Jo, herzlich willkommen zu Let's Play Dark Souls 3. Und ich habe die drei Lichter gelöscht. Das heißt, zum Aschenfürsten kommen wir ohne Probleme. Da bin jetzt, wenn man vom Verfahrensfeste rechts reingeht, irgendwo in einem Turm drinne. Und ja, ich wollte das Ganze nicht aufnehmen, denn hätte nicht gedacht, dass es doch so flüssig geht. Aber dennoch, ja. Das ist unser aktuellster Gegner. Und ja. Irgendwo bei ihm sind auch meine Seelenpunkte. Weg da. War edler. Hopp. Ha, geschafft. Hat zwar gebraucht, aber ich hab's geschafft und das in einem Let's Play. Das will was heißen. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, damit ich diesen Boss schaffen kann. Und bin mega froh, dass das alles so klappte. Jetzt gehe ich mal da hinten hin, mal gucken, was da mich so erwartet. Da kommt man nicht weiter. Ich glaube, da kann man runter. Ich glaube, dort gibt es auch irgendwo irgendwie mal was. Ich bin mir zwar nicht sicher und laufe hier jetzt einfach mal unverblümt entlang. Und Überraschung. Hoffentlich wird das Drachenvieh nicht lebendig. Große Titanitscherbe. Hätte jetzt gedacht, das Vieh wird lebendig, wird uns alle töten und ja. Hätte auch nicht gedacht, dass es hier weitergeht. So. Ach, die leben einfach nur. Ihr seid alles Selbstmörder, ihr bringt euch alles selbst um. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass ihr euch mit mir anlegt. Na komm. Der hat euer Leben gelassen. Schön.
Okay. Da kommt man einfach so nicht lang. Da auch nicht. Da auch nicht. Ja. Aber ich denke, ich habe die Folge ganz schön gut gefüllt jetzt. Und ja. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim Aschefürsten als nächstes. Und bis dahin bleibt sauber, denke ich. So. Ach, da komme ich ja gar nicht lang. Stimmt, da war ja irgendwie irgendwas, dass ich hier lang überhaupt gefunden habe. Ist überhaupt ein Weltwunder. Also, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, aber ich finde hier Wege, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Und da ist was. Eine Nachricht, die kann man lesen. Soll ich den angreifen? Nö, ne? Ich glaube, ich gehe einfach hoch. Da hinten ist die andere Burghälfte und wenn man hier hochgeht, batsch, batsch, bumm. Sumpf. Ja, besser hätte ich es auch nicht beschreiben können. Und mit diesem tollen Anblick würde ich mich dann auch mal verabschieden von euch. Guck gerade noch mal, ob da was ist. Nee, ne? Aber jo. War auf jeden Fall toll, mit euch diesen Boss zu legen und mir eine Erfahrung wert.